So, weiter geht's heute mit Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom und wir sind wieder am Start heute mit Patrick. Ja, wir sind heute mit Patrick am Start. Wir müssen jetzt gucken, dass wir da rüberkommen. Rüber. Kaperoni. So, jetzt müssen wir kurz gucken, dass wir da rüberkommen. So viel zum Thema dazu. Ich glaube, das ist nämlich ein Sprung links. Aber der Vorteil ist hier ein Checkpoint. Jetzt müssen wir wieder zu SpongeBob oder was? Komme ich jetzt nicht da ran? Also. Es hat doch seinen Sinn, warum wir auf Patrick gewechselt sind, oder ist das jetzt einfach mehr oder weniger nur eine Falle? Oder kommen wir rüber oder nicht? Oder auch nicht. Das ist nur ein kurzfristiger Weg. Warte mal. Wir haben doch hier vorne die Bushaltestelle. Also vielleicht ist es Klappe jetzt, Uni. Ich will da rüber wieder zurück. Ich will den Sponsor wieder weitermachen. Ich kann nicht mehr Patrick heute. Warte mal. Wir müssen warten, bis er wieder abgegangen ist hier. Weil die wieder auftauchen müssen, die Fässer. Ja, ich muss nämlich wieder zurück zu SpongeBob. Es macht am meisten Sinn, jetzt wieder mit SpongeBob zu arbeiten. Und er hat ja gesagt, durch diese Meereshöhle kann ich wieder ans Ziel, weil ich muss darüber. Ich muss da den Kopfschuss machen. An dem Schalter. Hilfe. Eieiei. Warte mal kurz. Okay, die gehen natürlich nicht, Gott sei Dank nicht unter Wasser. So, Doppelsprung. So. Aha. Autsch. Das habe ich jetzt auch wirklich schon noch gehört. Moment. Da ist doch noch irgendwo was Wegiges. Lang dort? Oder warum muss ich jetzt lang? Doch, schau mal, ne? Das hat einen Sinn, warum der Weg da aufgetaucht ist. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Zwischendurch muss ich mich mal gerade ein bisschen konzentrieren. Hilfe. Was ist das für eine Nummer gewesen? Was ist das denn für eine Nummer jetzt gerade gewesen, wenn der Checkpoint war Vorteil, ist auf dem Checkpoint. Aua. Aua, Alter. Ja, war mir fast klar, dass der scheiß Köter, Kugelfisch oder so immer. Alter. Ja. Was willst du mich verarschen jetzt? Bereit für einen weiteren fantastischen Tag. Tricks Kugelfisch, Alter. Jout. So, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Nein, nein, nein. Och Mann, es passiert immer wieder. Weil ich weiß, dass ich da rüber muss, da hoch muss. Und das ist es halt einfach. Ja, diese Scheiße. Was soll das? Mann, oh, ich will doch da durch. Das ist nicht wahr. Dieser Kackkugelfisch geht mir. Kappt. Jetzt, hoch damit. Mann, geh doch nicht zur Seite. Ich wollte diese scheiß Schalter aktivieren. Warum ich den Schalter haben will. Geh doch nicht zur Seite jetzt in dem Moment. Lass mich in Ruhe. Ah, ey. Menno.
Ich will diese Schalter aktivieren, wenn ich nicht weiterkomme jetzt. Dann nochmal. Okay. Weil ich nicht weiterkomme, ohne den Schalter zu aktivieren. Das ist eine Socke übrigens da hinten, aber ich kann mich jetzt nicht kümmern. Ah, ja. Wo kommt dieser scheiß Kugelfisch überhaupt her? Blöde Frage, nächste Frage. Hätten sie noch Roboter? Also muss da irgendwo auf dem Weg sein? Wo kommt denn kein Kugelfisch her? Der Schalter da oben ist okay, aber es ist klar, aber verstehe schon. Ah, Mann, und in dem Moment gehst du zur Seite. Sterb doch ruhig weiter. Ja, sterbi, sterbi, sterbi. Kriegen nicht immer zu kurz? Warum zu kurz? Ist der Schatten nicht hier? Oder nicht? Jawohl! Jetzt haben wir einen Weg! Und jetzt springt er runter, da runter. Aber ich komme trotzdem drauf. Okay, alles gut. Durchatmen, durchatmen, durchatmen. Wir haben zumindest mal einen offiziellen weiteren Weg. Ich brauche einen Checkpoint. Du großer Schinken. Gott sei Dank haben wir noch mal einen Checkpoint. Wo kommt die Scheiße? Aber wo zur Hölle kommt dieser Kack? Wo kommt sie? Kommen sie her? Was? Wann denn da? Cool. Aber wie komme ich da rüber? Das hat doch bestimmt irgendeinen Sinn. Ich meine, muss da. Jetzt ist der Weg, wie könnte der Weg da sein? Ich meine, ich muss ja nur das Ding aktivieren, aber wie zur Hölle komme ich da rüber? Nee, da komme ich auch nicht mit dem Doppelsprung ran. Never ever komme ich da mit dem Doppelsprung ran. Das hat irgendwas Näheres zu bedeuten. Ich muss den Weg aktivieren. Halt da, warte mal. Wir müssen warten, bis wir hier unten erstmal der Wasserstand gesunken ist. Halt da! Machst du? Ernsthaft jetzt? Nö, ich will nicht. Ich geh nach vorne. Ich hab hier einen Roboter dran. Alle Klappe jetzt! Frisch wie eine Frühlings- Checkpoint, immerhin ein Checkpoint. Alter, oder? Und hier, tschüssi! So, und jetzt? Stehe ich hier. Nee. Das ist so scheiße, da komme ich auch nicht rüber, oder? Nee, das ist ja. Natürlich. Olle! Und tschüss. Haben wir aktiviert. So, die machen wir mal weg, die Dinger. Bis vor die mir auf dem. Das ist wieder so ein scheiß Ding, ne? Alter. ...999... ...1000... Bereit oder nicht, ich komme! Du Rackpeng! Wir können ja schauen, dass wir die... Natürlich! Na. Kaputt, Hundi. Warum habe ich die jetzt auch abgekriegt? Sind da dran oder was? Und warten, bis der jetzt absinkt wieder. Oder beziehungsweise, ja doch, absinkt ist richtig.
Ja, Moment warten, weil ich muss das Ding hier rüberklappen. Dann kann ich mich da hinten auf die Insel. Und da ist hier nämlich weiterer Schalter. So. Habe ich die Möglichkeit, da rüber zu gehen? Ja, lassen. Du könntest auch einfach lassen. Weil ich glaube, da war immer nämlich schon an der Ecke. Nur hier waren wir noch nicht. Klappe. Ist der Regenschirm? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir da finden wir noch mal einen Weg rüber. Okay. Und dann haben wir die Möglichkeit. Nein! Der ist weg. Da hast du Glück gehabt, oder? Doch nichts über den Geruch von Schaltblasen. Klappe. Und ich hab nen Pfannenwender! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, sind wir jetzt schon wieder fertig mit der Höhle? Ja, hat er gesagt, es ist ein Pfannenwender hier drin, also müssen wir uns mal durch mit der Höhle, oder nicht? Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich da hinten mal weiter, oder? Ist das jetzt richtig? Jawohl, wir sind mehr oder weniger schon wieder an der nächsten Ecke. Schenkel öffnen ist klasse. Jetzt auch erwischt, okay. So, hier. SpongeBob, hilf mir Patrick zu finden. Ich habe eine Aufgabe, bei der er mir bestimmt helfen kann. Okay. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin und auf Wiedersehen.